Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und George kriegt heute ein paar Basics. Ja, das ist mein Plan. Und zwar, ihr kennt ja schon mein Ideenjournal George. Ne? Und George, da habe ich gerade mit angefangen, den zu dekorieren. Für heute habe ich mir hier ein Lesezeichen reingepackt. Und zwar möchte ich heute mit euch echt so Basics machen. Die kennt ihr bestimmt, aber vielleicht sagt ihr auch, Mensch, lange nicht mehr gemacht. Könnte man mal wieder tun. Oder ihr seid neu im Thema Junk Journaling und dann kriegt ihr gleich ein bisschen Basic-Wissen vermittelt. Naja, Wissen, egal, ich bastel das mit euch. So, was ist denn mit George? George hat den Sinn, dass ich mein Ideenjournal durchblätter und dann sehe, ach, siehst du mal, das könntest du jetzt noch machen, jenes könntest du noch machen. Weil manchmal ist das ja so, man macht ein Journal, und dann ist man nicht fertig. Jetzt hast du noch Platz. Man denkt so, ja, das habe ich schon gemacht, jenes habe ich schon gemacht. Und kommt nicht auf die einfachsten Sachen. Wald und Bäume. Ne? Darum geht es heute. Wald und Bäume. Also nicht also im übertragenen Sinne. Und ja, um den Wald vor lauter Bäumen noch sehen zu können, habe ich dieses Ideenjournal. Und dann kann ich einfach durchblättern. Und dann fallen mir die Sachen, springen mich an. Und ich kann sie dann umsetzen. Ich habe mir heute ausgesucht, ich werde das hier wieder mit diesem Kosmospapier machen. Das habe ich beim Teddy gefunden. Ja doch, ich glaube Teddy war es. Und habe auch hier schon letztes Mal beim letzten Video, letztes oder vorletztes Video, diese Flap-Karte gemacht mit Faustelement. Ich dachte mir, ich schließe mich hier gleich mal daran an, weil einfach das Design zusammenpasst. Hier in George werden sich ganz viele verschiedene Designs, ganz viele verschiedene Stile finden, einfach weil es ein Ideenjournal ist. Das wird kein durchgehendes Buch oder so. Aber wenn ich hier schon ein Design habe, könnte ich das gleiche Design auch hier anschließen und habe dann zusammenhängende Seiten. So, 2, 3, 5, keine Ahnung. Und dementsprechend habe ich mich jetzt hier heute ein bisschen vorbereitet. Ich muss mal gucken, wie weit... Nee, da komme ich schon aus dem Bild raus. So bin ich im Bild. Das heißt, ich muss meine Sachen irgendwie seitlich sortieren, weil sonst ziehe ich mir George zu weit runter. Das wäre blöd. Ihr sollt ja alles sehen, was ich mache, ne? Genau, Bildausschnitt. Ich muss mich mal recken, dann sehe ich, dass es passt. Meine Pläne. Ich habe ganz viele Kreise ausgestanzt und möchte sie als Seitendekoration verwenden. Ich liebe es, wenn man das Journal durchblättert oder mit dem Journal irgendwie was macht und man sieht an der Seite, das könnte bei dieser Seite etwas schwieriger werden, weil sie ein bisschen zurückspringt, man sieht an der Seite Elemente, die dann rausstehen. Ich glaube, das wird mit dieser Seite hier besser, weil sie, ihr seht es noch nicht ganz, diese Seite ist so lang wie alle anderen, die andere Seite dazwischen, die springt ein bisschen zurück. Ist ja nicht schlimm. Dann greifen wir uns nämlich, diese Seite hier für die Seitendeko und dann nehmen wir uns vielleicht diese Seite für die Deko nach oben. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Ich glaube, ich hoffe, ich habe genug Kreise gestanzt. Weil wenn nicht, dann werde ich mir einfach noch welche machen. Und Leute, wenn ihr jetzt denkt, so wow, langweilig, kann ich schon, kenne ich schon, ey, kein Problem. Spult vor, schaltet das Video weiter, whatever. Weil ich einfach hier, ich brauche auch Basics in George. Also keine Hektik, keine Aufregung. George braucht auch Basics. Also ich sortiere mir hier mal so einen Streifen. Dass ich möchte natürlich nicht immer die gleichen Bilder an der gleichen Stelle. Und dass ich hier auch die Farben so ein bisschen abwechseln kann. Also Farben. Es ist alles eine Farbfamilie, ne? Ihr wisst schon. So. Der Trick an der Geschichte ist, macht es auf beiden Seiten. Das heißt, ihr braucht jetzt genug Punkte, um sie an beiden Seiten zu dekorieren. Also Vorder- und Rückseite des Blattes. Weil sonst habt ihr hinten halbe Kreise. Könnte ja ganz okay sein. Aber weiße Kreise in dem Fall hier. Weil die haben eine weiße Rückseite. So, und das fand ich jetzt nicht so schön. Deswegen teile ich mir die hier gerade mal so ein bisschen auf, dass ich beide Seiten damit bespaßen kann. Ihr wisst Bescheid. Ich hoffe,
hoffe, ich habe genug gemacht. Deswegen weiß ich ja, wo mein Papierstapel ist. So, müssen wir gucken. So, passt. Noch nicht ganz. Dann kriegst du hier oben auch noch einen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal gleich viele. Jetzt ist die Frage, teile ich die hier auch noch auf? Noch 6 Stück habe ich nur noch. Weil ich verbrauche doch viel wesentlich mehr, als ich dachte. Ja, aber ich denke mal schon. Why not? Why not? So. 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 Könnte passen, ne? Ja, Leute, lasst uns das so tun. Lasst uns das so tun. So, und wenn man auf dem Weg dahin kommt, dass es dann doch irgendwie nicht so ganz hundertprozentig passt, dann sage ich so. So, ich mache es mir jetzt leicht. Und teile erstmal mein Blatt von dem da runter, dass ich das nicht versehentlich mit anklebe. So, das war ein bisschen dick, der Kleber. So, ich mache mir jetzt hier einmal Klebestreifen hin, ganz stumpf. Einen Klebestreifen. So, ich sitze jetzt auch so ein bisschen auf heißen Kohlen, weil ich gerne mein Geheimprojekt weitermachen möchte, wovon ihr im August erfahren werdet, was es ist und auch die Videos sehen werdet. Momentan nenne ich es noch Geheimprojekt. Da sitze ich echt auf heißen Kohlen und will dran weiterarbeiten. Damit, das lasse ich jetzt hier an beiden Seiten überstehen, also oben und Seite. Auf jeden Fall juckt es mir sowas von in den Fingern. Ich möchte es euch zeigen und ich möchte euch die Videos zeigen und meine Ideen. Und aber wenn ich jetzt drüber spreche, dann ist es nicht mehr geheim. Dann, ja, ihr wisst. So, dementsprechend zeige ich es euch jetzt nicht. Oder nein, ich erzähle es euch jetzt nur so, mache euch ein bisschen mundwässrig. Werde euch dann natürlich, jetzt habe ich zwei gleiche, warum? Ich lege die erstmal zur Seite. So, dann werde ich euch natürlich, wenn ich, sobald ich kann, werde ich euch einweihen. Werdet die Videos sehen. Die ersten beiden habe ich schon gedreht. Das Ding ist, ich bastel parallel daran immer ein Stückchen weiter, drehe ein Video, lege es natürlich auf Seite, damit ihr dann zu gegebener Zeit mit einsteigen könnt und euch das anschauen. So, ich bin jetzt hier so ein bisschen unregelmäßig geworden. Das ist mir ehrlich gesagt total egal. So, jetzt kann ich den Knödel hier einbauen, wenn er jetzt sich einbauen ließe. So. So. Hier unten lasse ich es nicht so weit überstehen, weil das Buch ja meist auf dem unteren Rand steht. Ne? Und dementsprechend versuche ich hier das Ende der Seite zu treffen und gut ist. So. Meine schöne Seitendeko, die sieht von hier aus, macht ja schon mal richtig was her, oder? Die macht doch richtig was her. So, jetzt kommt mir gerade die Idee, ich habe das irgendwie anders geplant ursprünglich. Ja, macht nichts, ich mache das dann so. Weil ich habe jetzt ein paar andere Elemente, die ich noch unterbringen will, ist aber nicht wild. Also passt schon. Jetzt lege ich mir die hier mal nach unten. So, ich bin immer noch im Bild. Jo, bin ich sowas von im Bild. Jetzt muss ich nur noch unfallfrei meine Plättchen da hochbringen. So. Ungefähr in der Reihenfolge. Man ist ja auch nicht doof, ne? Schwupps, wir fangen oben wieder mit Lila an. So, jetzt mache ich den gleichen Spaß wie eben. Machen wir wieder einfach einen Streifen hier an der Seite mit Kleber. Das hat sich ja eben gut bewährt, das hat gut funktioniert, es hält. Und dieser Kleber hält halt auch wirklich, ne? Könnt ihr ein bisschen den Streifen ein bisschen breiter machen. Ich habe mich eben, war ich ein bisschen sparsam mit dem Streifen, weil ich nicht wusste, wie weit ich die Punkte in oder die Kreise in das Blatt reinziehe. So. Jetzt bin ich hier
Start. Jetzt ist aber die zweite Schmackazie. Jetzt könnt ihr nämlich dadurch, dass ihr hier die Punkte schon habt, könnt ihr nicht nur das Blatt mit Kleber anstreichen, sondern auch eure Punkte, dass ihr quasi den Gegenkreis, nein, ja, Gegenpunkt, was auch immer, also die Rückseite der Elemente, die ihr eben aufgeklebt habt. Ob es Kreise sind, Quadrate, Dreiecke, whatever. Hier geht es einfach wirklich darum, die Seitenränder schön zu machen. Das ist das, was man gerne mal vergisst. Man hängt zwar hier und da ein Tüdelchen dran, aber sowas finde ich immer super spannend, wenn was an der Seite wirklich raussteht aus dem Journal. Wenn das von außen schon zu erahnen ist, dass da was Spannendes drin ist. So. Also ich habe gerade, während ich ein bisschen vorbereitet habe und Musik gehört habe, entschieden, dass ich dieses Jahr zum Fährmannsfest gehen werde. Das ist ein Musikfest in Hannover, ein Festival, ein kleines, ohne Campen, ohne alles, mitten in der City. Das heißt, mitten in der City ist gut, also am Ime-Ufer. Mit ja, interessanten Bands. Nicht die mega super oberbekannten Bands, aber schon was man auch mal so bei Spotify findet und Co. Und da habe ich jetzt einen kleinen Ohrwurm und habe gerade entschieden, ich muss auf dieses Festival gehen. Wenigstens einen Tag. Also das heißt, wer Freitag in Hannover auf das Fährmannsfest geht, das muss das 1. Augustwochenende sein, wenn ich mich nicht vertan habe, ich werde mich dort einfinden. Habe ich so entschieden. Ich mag einfach gerne Live-Musik. Und ja, mir gibt das irgendwie, weiß ich nicht, gibt mir Live-Musik so ein gewisses Gefühl von Freiheit und ich feiere das total. Und deswegen werde ich dieses Jahr, also ich habe schon ein, zwei Konzerte gesehen. Das ist natürlich im Vergleich zu manchen Leuten, die wirklich jedes Festival mitnehmen und sich den kompletten Urlaub für Festivals gönnen, ist das natürlich ein Witz, was ich mache. Dennoch möchte ich dieses Jahr endlich wieder gute, viele Live-Musik hören von Bands, die ich mag. Und es gehen auch einige auf Tour und treten auf Festivals auf. Also Fährmannsfest ist neu mit aufgenommen auf meiner Agenda für dieses Jahr, was Musik angeht. So, und meine Seiten Embellishments habe ich hier auch fertig. Wenn ihr hier so weiße Ränder habt, ne, kann ja mal passieren, wenn man sowas mit weißem Hintergrund macht, geht zum Schluss, wenn das alles trocken ist, geht dann nochmal mit Distress über den Rand. Dann hat sich das mit dem Rand. So, dann habe ich nämlich euch noch mitgebracht. Mein Bellyband. Das kann man jetzt hier wunderbar hinsetzen, finde ich. Und da kann man dann was hinterstecken. Dann habe ich noch eine weitere Seitendeko. Die werde ich auf die nächste Seite packen. Das kann ich, wie seht ihr denn? Davon seht ihr gar nicht so viel. Das ist gar nicht so schlimm. So, dann habe ich eine Seitentasche. Dann habe ich... Was ist die da hin? Jo. Oder passt du da überhaupt hin? Dann habe ich eine große Tasche gemacht. Ja, gerade so, ne? Gerade so, die Damen und Herren. Ich glaube, da raspel ich nochmal ganz kurz ein Stückchen von ab. Ein kleines Stückchen muss noch weichen. So ein paar Millimeter. Damit das hier auch wirklich schön passt. Es soll ja einfach auch... George soll ja richtig handsome und Oberhingucker werden. So, wenn ich das noch abraspeln, muss ich natürlich auch was distressen. Ich habe hier Uncharted Marina genommen für dieses Design. Ich finde einfach, das ist ein richtig schönes, tiefes Blau und passt zu diesem Standarddesign. So, ich habe entschieden, du wohnst dann gleich hier. Gut. Das heißt auch, dass ich die beiden Sachen hier rausziehe. Und das hier auch. Habe ich die schon? Distressed habe ich, ja. Habe ich. Das heißt, wir machen jetzt hier. Oder? Mache ich das da hin? Kann ich eigentlich auch, ne? Weil ich habe nämlich noch Taschen mitgebracht, die ich hier irgendwo hinsetzen möchte.
Tja. Passt hier eigentlich ganz gut, ne? Dann mache ich nämlich noch dieses, wohl das Seitenembellishment, das passt an der Stelle gar nicht wirklich, muss ich gestehen. Dann mache ich das hier dran. Das ist gut. Weil hier habe ich ein bisschen mehr Distress, das sieht irgendwie interessanter aus, die Seite. Dann hatte ich nämlich noch, also ich habe diese Pockets, ich habe ein Bellyband. Falls sich jemand fragt, was das sein könnte. So, dann könnte ich das Bellyband nämlich so setzen. Dann habe ich hier noch die Corner Pockets oder Corner Tucks oder wie auch immer ihr sie nennen möchtet. Vielleicht packe ich sie dahin oder da. Könnte ich sie auch dahin packen. Jetzt mache ich nur das Bellyband rein. Auch gut. Gefällt mir auch. So. Entscheidungsfreude, ahoi. Und hier habe ich tatsächlich mal Kaffee auf die Rückseite gekippt, versehentlich. Ausnahmsweise mal nicht mit Absicht mit Kaffee geplanscht. So. Ja, dieses Video ist so ein bisschen, ich sag mal, ein Sommerpausenvideo, wenn man es so genau nehmen will. Nein, ein Video, was ich mal eben nebenbei machen kann, während ich eigentlich an dem Geheimprojekt arbeite und auch fleißig am Drehen bin. Nur möchte ich euch jetzt nicht videolos hier lassen, das wäre ja irgendwie auch blöd. Und dann habe ich entschieden, komm mit, du frierst, ich mache jetzt hier Basic-Videos. Mal ein, zwei. Weil George braucht ja eh Basics, also so. So ist ja nicht, ne? Das ist ja nicht so, dass ich das jetzt hier aus der Verlegenheit mache, sondern weil ich es eh brauche. Und warum denn nicht jetzt? So, ich habe hier so ein. Ich habe mir so einen schönen Stanzer gekauft, der mir hier diese Ecke rausstanzt, also diese Einschub quasi. Diese Öffnung. Ist auch wieder was, was man nicht braucht. Also eigentlich recht ein Kreisstanzer, dann macht man da so einen Halbkreis und gut ist. Aber irgendwie finde ich die Variante sehr schick. So, die gefällt mir, ist ästhetisch sehr fein. Und ja, dementsprechend benutze ich es natürlich auch. Ist ja nicht nur so zum Angucken, das werte Werkzeug. Jetzt gucke ich, dass ich das hier ein bisschen Kleber am Rand. Hallo, was machst du da? Wollen wir hier mal gucken, dass das hier alles schön auf Naht ist. So, jetzt haben wir hier zwei Pockets, wo man was reinpacken kann. Schöne Seitendeko. Ich finde das recht stimmig bisher. Ich mag auch dieses Papier. Also ich hätte mir eigentlich gesagt, ne, ich kaufe mal nicht so viel Designpapier mehr, weil ich habe einen riesen Megastapel, den ich auch erstmal so ein bisschen dezimieren muss oder einfach die Sachen benutzen. Ich kann von mir behaupten, dass ich so eine kleine Stamperia-Papiersucht habe. Und ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Plötzlich keimt so eine Panik in einem auf, wenn man ein Papierset benutzt hat oder ein Designpapier benutzt hat und es fast verbraucht hat oder wenn man die schönen Papiere da draus genommen und verbraucht hat. Und wenn man dann guckt, ob es das noch gibt. Und man findet es dann nicht mehr, weil Stamperia hat ja immer eine Auflage. Und dann gibt es irgendwann was Neues, was ja auch eigentlich da logisch und gut ist. Dann keimt plötzlich die Panik auf. Scheiße, ich kriege dieses Papierset nicht mehr. Was mache ich denn dann, wenn ich dieses Papierset nicht mehr kriege? Wir sind alle verloren. Warum auch immer. Es ist nämlich, also es kommen ja tolle Papiersets nach. Es ist ja nicht so, dass man kein Papier mehr bekommt. Man bekommt dieses eine Set nicht mehr, man bekommt ein anderes schönes dafür. Oder zwei oder drei. Ja, und dennoch weilt also mindestens bei mir dann, ich weiß auch ein paar Leute, denen das ganz genauso geht, weilt dann die Panik auf, was tun, wenn ich dieses Papier halt nie wieder bekomme. Ja, und dann kaufe ich es halt nochmal. Und dann wird das getreasured, anstatt es zu benutzen. Und irgendwann benutze ich es dann. Ja, und dann. Ich weiß nicht, also bei manchen, ich bin eigentlich war ich nie ein Sammler von irgendwelchen Sachen. Also jedenfalls keine Sachen, die ich nicht benutzt habe. So. Aber so langsam kommt so ein bisschen der Wunsch auch so, ach, irgendwann mal so eine Designpapierausstellung wäre cool.
Andererseits, wer guckt sich sowas an, ne? Also, außer ich selber durchzugehen, Papier anzufassen, lieb zu haben. Und so werde ich es lassen. Und muss mich trotzdem hart zwingen, wenn ich eins meiner schönen ergatterten Designpapiere benutzen möchte. Das ist ein harter Kurs in Selbstüberwindung. So, ich habe das jetzt ein bisschen nach links versetzt gemacht, damit ich die Sonne nicht überdecke. Weil das gefällt mir sehr. Mein Stenzel von Stemperia. Müsste Stemperia gewesen sein, ja. So, dann hätten wir nämlich dieses Schatzi. Na, also hier, Belly Band. Kann man übrigens auch doppelt machen. Wenn man das Ding breiter macht und dann noch einen draufsetzt, geht auch wunderbar. Dann habe ich noch zu bieten. Zwei Seitentaschen. Zwei Pockets, Side Tucks, I don't know. What shall I call it? Ihr könnt euch das aussuchen, wie ihr es nennt. Ich nenne es einfach Pocket. So, frei nach Dani von Crafty Siren. Überall ist Platz für eine Pocket. Oder zwei oder drei. So, deswegen hier ist einfach so Pocket und Side Embellishment Basic. Und das ist wirklich mega Anfänger geeignet. Einfach lieb, süß, einfach. Man kann sich kaum vertun. Na, man hat nicht viel Probleme zuzuschneiden, man hat nicht viel Probleme, das einzukleben, das auch zurechtzurücken auf der Seite oder irgendwas. Es ist wirklich ja, einfach. Einfach und schön. Das ist einfach in jedem Journal packst du eine Pocket rein, mindestens eine. Achso, ja. 2, 3, 15. 15. So, und auch hier wieder diese schöne Einkerbung. Jetzt habe ich noch eine Pocket auf der Pocket für euch. Und dann habe ich nämlich hier so einen kleinen Design-Flow mit diesem Himmels, mit diesem Kosmos-Papier. Das ist ganz einfach. Es hat keine großen Elemente drauf, außer sagen wir Aquarell, Himmel, Weltraum, Sternpunkte. Völlig fein. So. Nun mache ich das nicht so schön mittig, synchron, symmetrisch. Ich setze das nach oben. Wieso tut sie sowas? Oh mein Gott, wieso tut sie sowas? Erstmal versucht ihr das so parallel zu bekommen. Klappt ganz gut. So, jetzt haben wir eine Pocket auf der Pocket. Das habe ich für euch noch mitgebracht. Einen kleinen. Ja, was ist denn das? Ein seitliches Bellyband? Ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall ist das auch ein kleines Band. Was ja, kleine Elemente halten kann, ne? Und guckt halt was raus. Dementsprechend Corner Tuck kann man es nicht nennen. So, jetzt die Kleberreste hier ab. Dafür sind übrigens lange Fingernägel toll. Ich kann einfach mal den Kleber wegschieben, der übrig ist. So, und jetzt kann man hier was noch in die Ecke stecken, was nicht durchfällt. Und nun habe ich noch ein kleines überstehendes Element. Das kann man an jede Seite machen, ne? Also an jeder Seite, oben, unten, irgendwas. Hier werde ich es einfach mal so setzen, dass ich die beiden Ösen übereinander bringe. Vorne und hinten. Und dann kann man da irgendwas dranhängen. So, und jetzt mache ich erstmal so, dass ich... Man könnte theoretisch, also wenn man es wirklich auf die Spitze treiben will, kann man auch hiervon noch eine kleine Pocket machen. Aber das will ich jetzt nicht. Ich will jetzt nichts auf die Spitze treiben. Ich möchte jetzt einfach hier quasi eine kleine Deko-Serie hier reinsetzen. Ja, weil George lebt ja nicht nur von, weiß ich nicht, High-Class, oberkrass, schwierigen Elementen.
sondern George kann auch Basic. George kann Beach. So ist das. Und ja, manchmal ist es einfach so, dass man so im Tun und Machen ist, wenn man ein Journal macht, dass man ja gefangen ist, immer toller, immer mehr Ausklapp hier, Flip-Flap dort, Wasserfall und hast du nicht gesehen. Und dann vergisst man die einfachen Elemente, weil man sich einfach mit den krassen Elementen so austobt, dass die einfachen, dass die einem gar nicht mehr in den Sinn kommen. So, das ist der Nachteil von Fingernägeln. Also von Fingernägeln haben wir schon ganz gut, aber solche großen Fingernägel, stabile, lange Fingernägel, dass man manchmal die Sachen nicht so hundertprozentig greift. Jetzt ein bisschen schieben, dass das vielleicht keinen Überstand haben. Oder möglichst wenig. Auch hier, wenn man hier noch eine weiße Kante hat, geht man später mit dem Dauber drüber und distress das noch ein bisschen nach. Zack, ist die weiße Kante weg. So, jetzt hat man hier was. Da kann man aber dranhängen. Man kann es auch hier an die Seite machen. Man kann es oben an die Seite machen, egal wo. Kann auch einfach nur so ein kleines Schleifchen da dran machen oder irgendwie was. Ja, Leute. Was soll ich sagen? Aufnahme läuft, ihr seid im Bild, ist ein Traum. Wir haben einmal das Seitenelement gemacht. Das kann man auch nach oben machen. Ne? Das muss nicht nur an der Seite sein, das kann auch hier oben wohnen. Wir haben Pockets gemacht und ich sehe gerade, die sind ein bisschen schief geworden. Ja, schief ist Englisch. So. Wir haben die Eckentaschen gemacht, also Corner Tucks. Ich weiß gar nicht, wann nennt man es Pocket, ab wann ist es ein Tag. Ich komme da immer ein bisschen in Tüdel, aber auf jeden Fall haben wir dieses Eckenelement gemacht. Wir haben ein Bellyband gemacht. Alles auf distressten und hier gestencilten Seiten. Wir haben eine große Pocket mit einer kleinen Pocket und hier noch so eine Seite. Und wir haben hier noch so ein kleines überlappendes Element. Und das ist das, was so die Journals einfach ausmacht. Die Sachen, die so überstehen und so leicht ineinander greifen. So. Also, das war's von mir. Basic für George. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich über jeden Like, Kommentar, über jeden Abonnenten. Ich habe auch schon gesagt, wenn ich 1000 habe, dann werde ich auch mal so ein Journal hier, also nicht George, auf keinen Fall George, gebe ich nicht weg, werde ich mein dickes Journal verlosen. Und ihr könnt euch auch schon mal freuen, so Richtung Weihnachten gibt es auch eine kleine Verlosung. Ja, aber seid gespannt bis dahin. Es ist mitten im Sommer, also das dauert noch ein bisschen. Ja, damit entlasse ich euch an euren eigenen Basteltisch. Und sag mal, bis demnächst in diesem Kino.